Herr Rektor Pater Wolfgang, liebe Mitbrüder im Priester- und Diakonenamt, liebe ehrwürdige Schwestern, liebe Schwestern und Brüder hier in unserer Katharinenkapelle und alle, die wieder über die Medien mit uns verbunden sind, mit uns beten. Wir haben gesündigt und Unrecht getan, so spricht der Prophet Daniel es in seinem Buß- und Bittgebet aus, einen kleinen Teil dieses Gebets, das er für sein Volk darbringt, haben wir da heute in der Lesung gehört. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, so haben wir es am Anfang der Heiligen Messe bekannt, im Schuldbekenntnis. Und das Tibi Sole Peccavi, gegen dich allein habe ich gesündigt, das beten die Mönche hier im Kloster Heiligenkreuz mit dem Psalm 50, mit den Worten des Königs Davids nach jedem Mittagessen. Das nur einmal als Einleitung. Was tun wir in diesem Fall eigentlich? Überlegen wir uns, was wir da machen. Wozu eine solche Selbstanklage? Hat das Sinn? Sollten wir nicht lieber vor Gott unsere guten Seiten zeigen? Ihm zeigen, dass wir uns ja doch bemühen in vielen Bereichen unseres Lebens. Ihm zeigen, dass uns ja doch auch so manches, vielleicht auch vieles, gelingt. Dass wir oftmals doch unsere Fäuste in den Taschen lassen, anstatt sie dem, der uns geärgert hat, einfach ins Gesicht zu schlagen. Dass wir ja doch irgendwie ein Herz haben für die Armen, da und dort spenden, uns an einem Hilfsprojekt beteiligen, für jemanden vielleicht verteidigend eingetreten sind und so weiter. Also wozu die Selbstanklage? Ist unsere Religion, Klammer auf, wie es uns oftmals auch vorgeworfen wird, also wirklich nur dazu da, dass wir uns selber ständig niedermachen, dass wir uns schlecht reden? Ist unsere Religion eine Religion der Verlierer, der Loser? Eine Religion derer, die nur im Schatten stehen? Haben vielleicht Filme wie der Name der Rose recht, wo es hinter jeder Säule vorraucht und wo nur das Negative gezeigt wird, das Dunkle, das Grausame? Wenn wir auf den Text des Danielbuches schauen oder ebenso auf das Schuldbekenntnis der Heiligen Messe oder auf die Worte des Psalmes 50, dann müsste uns eines auffallen. Dieses zuerst allgemein formulierte Bekenntnis, dass wir gesündigt haben, öffnet unser Herz und unseren Verstand für eine gute und ehrliche Selbsterkenntnis. Und das wäre für die Fastenzeit auch der richtige Weg zu einer wirklichen Umkehr, zu einer Hinkehr zu Gott, zu einer Bekehrung des Herzens, zu einer Hinkehr zu ihm und seinem Plan mit unserem ganz konkreten Leben. Daniel erkennt die eine Hauptsünde des Volkes, für das er hier stellvertretend betet, wenn er sagt, wir haben nicht mehr auf die Propheten gehört. Wenn wir das Schuldbekenntnis beten, dann haben wir zumeist das eine oder andere Ereignis aus unserem konkreten Leben vor Augen, für das wir um Vergebung bitten wollen. Und es ist eben nicht so, dass wir dadurch zu einer Religion der Verlierer werden. Denn wer um Vergebung bittet, wer sich vor Gott selber anklagt, der tut dies, so wie ich es am Anfang vor dem Schuldbekenntnis gesagt habe, im Vertrauen darauf, dass diese Bitte um Vergebung von Gott auch erhört wird, dass er wirklich Verzeihung schenkt. Und so bekennt David heute auch, der Herr, unser Gott, schenkt Erbarmen und Vergebung. Das ist die tiefe Glaubensüberzeugung dieses Daniel. Und David bekennt dieses Vertrauen zu Gott in dem gerade erwähnten Psalm 50 in Form einer Bitte. Er sagt, erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und einen festen Geist erneuere in meinem Inneren. Er vertraut darauf, dass dieser Gott das tun kann. Und in der Heiligen Messe hören wir nach dem Bekenntnis unserer Schuld die Vergebungsbitte des Priesters. Auch in diesem gleichen Vertrauen, im Vertrauen darauf, dass Gott diese Bitte erhört, dass er sich als barmherziger Gott erweist, dass er uns verwandeln kann und dass er all das uns auch ausräumen kann, uns helfen kann dabei, das auszuräumen, was wir gerade im Schuldbekenntnis auch bekannt haben, dass wir Gutes unterlassen haben, dass wir Böses getan haben. Und so dürfen wir durch unser Gebet, durch unser Schuldbekenntnis bezeugen,
dass wir diesem barmherzigen Gott gegenüberstehen, uns ihm ganz vertrauen, sich anvertrauen wollen. Das Schuldbekenntnis ist eigentlich ein Glaubensbekenntnis. Ein Glaubensbekenntnis, weil wir uns zu diesem barmherzigen Gott bekennen. Aber es geht dann noch einen Schritt weiter. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann wissen wir auch in diesem Rückblick auf unser Leben um so manche Unbarmherzigkeit gegenüber unserem Nächsten. Und genau hier setzt Jesus an, wenn er uns aufträgt, barmherzig zu sein wie unser Vater im Himmel. Das ist eine hohe Herausforderung, die der Herr da uns vor Augen stellt. Und er faltet das dann auch noch weiter aus. Es wäre nicht unser Herr Jesus, wenn er uns nicht mit so manchen Bildern auch nahe bringen möchte, was er uns sagt. Und so weist er uns an, richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Diese kommenden Tage und Wochen der Fastenzeit sind eine gute Gelegenheit, das wieder einzuüben. Auf der einen Seite einmal wegzukommen von einem vorschnellen Aburteilen anderer Menschen. Wie schnell setzen wir die Menschen so in die verschiedenen Kasteln hinein und lassen sie dort nicht mehr raus, auch wenn der Mensch schon 100-mal das Gegenteil bewiesen hat. Wie schnell lassen wir uns vielleicht von so mancher Sympathie oder Antipathie auch zu einem ungerechten Urteil über andere bewegen. Für diese Menschen, anstatt sie schnell abzuurteilen, die Hände und das Herz neu zu öffnen, nämlich für eine echte und tragfähige Versöhnung zu sorgen. Das wäre so ein kleiner Vorsatz für diese Fastenzeit. Im Kleinen können wir da beginnen, um Großes in unserer Welt zu wirken. Gerade in Momenten, wo uns auch Unbarmherzigkeit und mangelnde Bereitschaft zur Versöhnung, mangelnde Bereitschaft zum Frieden in der schrecklichen Fratze des Krieges in der Ukraine erschüttern. Seid barmherzig, so sagt uns Jesus. Ein Auftrag, den wir täglich neu im Leben erfüllen und mit neuem Leben erfüllen können. Amen.